Morgen. Guten Morgen. Ich bin Sigmar von RH Caravan Touren. Und ich bin die Helena. Richtig. Und da hinten in der Box ist unsere Lusi. Genau. So, wir haben den 10. Februar 2024, das Faschingswochenende. Und wir versuchen mal wieder etwas vom Fasching zu fliehen. Wir fahren ungefähr 100 Kilometer weit in den Odenwald. Und wo es uns dahin verschlägt, wenn ihr dran bleibt, dann könnt ihr das sehen. Also, wir wünschen euch viel Spaß. Wir fahren dann mal los. So, angekommen. Jetzt werden wir uns mal anmelden und mal schauen, wo wir unseren Stellplatz bekommen. Nach der Anmeldung dürften wir uns einen Platz aussuchen, überall wo wir stehen wollen und können. Also Fakt ist, hier hat es die letzte Woche oder diese Woche durchgeregnet und zwar extrem viel. Das heißt also, die Wiesen sind alle nass. Somit haben wir uns entschieden, und das dürfen wir auch so halb auf dem Weg zu stehen da hinten. Da können wir trockenen Fußes rein und raus. Und wir können sauber abziehen, ohne hier die Wiese zu durchflügen. Ja, also das war der erste Eindruck. Und den Rest des Campingplatzes, den zeige ich euch auch noch. Aber das dauert noch ein bisschen. Jetzt wissen wir auch, wo die Füße dazugehören, die wir hier sehen. Ja? Unterwegs sind wir. Keine Samstagswanderung, sondern eine Samstagsrunde nur. Morgen gehen wir wandern. Heute nur eine Runde durch den Wald. Wandern fängt mal so bei 8, 9, 10 Kilometer an. Und wenn wir jetzt heute nur eine Runde machen von 7 Kilometer, ist das ja keine Wanderung, Helena, oder? Nein. Es müssen mindestens 10 Kilometer sein bei dir. Ja, genau. Aber hoch sind wir schon gelaufen.
direkt vom Campingplatz aus. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal einen kleinen Platzrundgang hier. Das ist also, es geht um den Campingplatz Schöner Odenwald in Waldmischelbach. Ne? Also wenn ihr ankommt, das habt ihr bei unserer Anfahrt gesehen, dann könnt ihr hier auf dem Parkplatz mal locker mit eurem Gespann stehen und euch dann anmelden. Also hier ist die Rezeption, ihr könnt euch anmelden und das Schild habt ihr gesehen, also hier ist nur Barzahlung, nur Bares ist Wahres. Also hier die Stellplätze und ihr habt schon gesehen, also Keile braucht er auf jeden Fall, also sie sind schon extrem schief. Der eine oder andere Platz, da gibt es eine Stelle, wo man sich eventuell ziemlich gerade hinstellen kann und ihr braucht ein bisschen längeres Stromkabel, weil der Stromkasten ist in der Mitte der Plätze. Je nachdem, wo ihr dann steht, wenn ihr am Ende steht, braucht ihr schon ein paar Meter Kabel. Übrigens bei uns braucht ihr euch jetzt nicht dran zu orientieren. Wir dürfen hier ja stehen, habe ich vorhin schon mal gesagt, weil alles so nass ist. Dürfen wir auf dem Weg stehen. Wir haben uns ganz hinten hingestellt und somit ist das für uns in Ordnung. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal das Waschhaus an.
wie ihr gesehen habt. Auch mit Kindern seid ihr hier gut aufgehoben. Oh, das schafft. Badewanne, zwei Duschen, die Waschbecken auf der richtigen Kinderhöhe, eine Kindertoilette. Doch, und alles super sauber. Das war jetzt das Hauptsanitärgebäude auf dem Hauptplatz. Und dann gibt es hier über die Straße nochmal ein Sanitärgebäude, weil da gibt es auch noch Gästeplätze. Die zeige ich euch jetzt noch. Und natürlich noch jede Menge Dauercamper. Thank you.
Das sind jetzt hier die Herrensanitär von diesem anderen Gelände. Und ihr seht, das ist genauso im selben Stil. Große Duschen, Waschbecken und alles tipptopp sauber. Also, klasse. Obwohl es hier ja dieses Kinderwaschhaus gibt, oder Kinderwaschräume, ist der Spielplatz hier allerdings sehr armselig und alt. Also ich glaube nicht, dass da euer Kind Spaß hat. Aber vielleicht ist das hier auch so gewollt. Ne? Muss man ja auch mal sehen. Hallo, heute keinen guten Morgen, weil wir haben schon fast Nachmittag. Wir haben lange gefrühstückt heute, weil es war sowas von ruhig auf dem Campingplatz, dass wir gut schlafen konnten. Dann waren wir kurz mit dem Hund weg, dann hat es wieder geregnet. Ja, so sieht es jetzt aus. Es dauert mal wieder am Regnen. Von daher bin ich jetzt mal alleine mit der Lucy unterwegs. Schön durch den Wald. Da sind wir ein kleines bisschen geschützt. Es gibt aber halt auch nichts Besonderes jetzt gerade hier. Unsere eigentliche Tour, die wir machen wollten, können wir nicht machen wegen dem Wetter. Macht keinen Spaß. Also gibt es auch nicht so viel zu filmen jetzt. Ja, es ist Rosenmontag und wir müssen leider wieder nach Hause fahren, weil morgen ruft wieder die Pflicht. Wir waren ja jetzt auf dem Campingplatz zum schönen Odenwald. Wir waren die einzigen Gäste hier, was uns natürlich gut gefallen hat. Ansonsten ein schöner Platz mit einem tollen Waschhaus, was unterschätzt wird. Sauberkeit hoch 3, also das ist wirklich klasse. Und das Preis-Leistungsniveau ist auch super. Wir haben jetzt bezahlt pro Nacht 2 Erwachsene, ein Hund. Wir hatten keinen Strom. 26 Euro. Also da kann man wirklich überhaupt nicht meckern. Laufen, wandern, Radfahren könnt ihr von dem Platz hier wunderbar. Im Sommer habt ihr ungefähr 5 Minuten Fußweg, ein richtig geiles Waldschwimmbad. Und ja, da könnt ihr euch dann austoben. Also wir werden wiederkommen und können den Platz nur empfehlen. So, und jetzt fahren wir mal weiter. Wir schauen uns jetzt nochmal einen anderen Stellplatz an von Alpaca Camping, ob wir da mal hinfahren würden. So, und dann geht's weiter Richtung Heimat. So, ciao.